Hallo, mein Name ist Peter Schulze. Ich bin seit 18 Jahren bei der Firma Massen GmbH in Kerpen beschäftigt. Und wir machen hauptsächlich, ist mein Bereich der Erdbau. Wir haben drei Raupen selber, zweimal D6T mit 6-Wegeschild und komplett GPS-Steuerung, dazu noch UTS und die können auch mit Laser gefahren werden. Zusätzlich haben wir noch eine kleine Raupe, das ist eine D6K. Alles von Caterpillar. Jetzt haben wir die Maschine zur Vorführung bekommen und ist bei uns auf die Baustelle geliefert worden. Und der erste Eindruck dieser Maschine war ein ganz neues Konzept. Man wird sofort neugierig, man schaut sich die Maschine an und einem fällt sofort auf die Konzeption des Schildes, ganz anders, wie die alten Versionen waren. Zusätzlich kommt noch dabei, dass die Kabine von außen sehr hell und freundlich aussieht und man es aber auch merkt, wenn man in die Maschine, also auf die Maschine aufsteigt und geht anschließend in die Kabine rein und setzt sich da rein. Das ist reinsetzen sehr hell, sehr schön, sehr übersichtlich und von der Ergonomik für einen Fahrer ganz toll angelegt. Sei es die Rückfahrkamera, die sehr viel ausmacht für den Fahrer, sei es aber auch der Sitz, sei es die Anlegung der Joysticks, die Armlehnen, einfach schön, entspannend und man kann sich auf die Sache auch konzentrieren, die man eigentlich machen soll. Und das ist im Endprinzip das, was vor der Maschine passiert und eigentlich nicht, was in der Maschine passiert. Das jetzt zum Thema Aussehen. Fahrertechnisch ist es auch ein neues Konzept, weil es ja mit diesen Motoren, mit diesen Elektromotoren, ja, der Antrieb konzipiert worden ist. Es ist so, dass man sich erstmal daran gewöhnen muss, weil das Konzept des Antriebsstranges anders ist und man bei den normalen Raupen, wie man das bis jetzt kennt, mit dem Gas so spielt, dass man dem Motor das Gas wegnimmt und dadurch die Geschwindigkeit absenkt und auch anders arbeiten muss. Bei diesen Konzeptionen ist es so, dass man einen bestimmten Drehzahlbereich einstellt und mit dem Gas im Endprinzip die Geschwindigkeit regelt. Der Vorteil dabei ist, bei der Vorgängerversion, sprich bei dem Normal, wenn man das Gas wegnimmt, verliert man automatisch auch Kraft in der Hydraulik. Das hat man bei dieser Raupe nicht. Man hat diesen Drehzahlbereich und dadurch, dass dieser Drehzahlbereich immer konstant ist, ist auch die Leistung der Pumpe, sprich die Hydraulik, immer konstant. Auch natürlich der Antrieb. Man hat immer 100% Kraftübertragung. Von der Geschwindigkeit vom Fahren her muss man dazu sagen, es ist was anderes, weil diese Raupe kraftmäßig, ich würde mal sagen, zwischen 10 bis bestimmt 20%, ich kann das so noch nicht abschätzen, aber mehr an Leistung hat. Und zwar liegt das daran, die Maschine wird einfach langsamer, wenn man mehr Material vor das Schild bekommt, verliert aber nicht an Kraft. Ja? Das heißt, man hilft der Maschine kurz, man lupft das Schild etwas und die Maschine setzt einfach ihren Weg weiter. Und das ist also ein Unterschied, ich sag mal, wenn man das gewohnt ist, normal zu fahren, Unterschied wie Tag und Nacht. Das System, was für das GPS da drinnen verbaut ist, das ist auch für mich absolutes Neuland, aber ich bin total begeistert und muss mal einfach so sagen, wie es ist. Die Maschine ist dadurch, dass die ja auch dieses längere Laufwerk jetzt hier zum Beispiel hat, die liegt so ruhig, das ist schon erschreckend. Wenn man vorher mit diesem Sensor fährt, mit diesem Querneigungssensor, schaukelt dieses Schild. Das macht diese Raupe so gut wie gar nicht. Das heißt, man fädelt sie ein auf das Niveau, wo man hin möchte, und dann macht die Raupe automatisch das, was sie soll. Das Display ist auch eine neue Konzeption von dem 3D, auch ganz toll gemacht für den Fahrer, sehr spannend auch. Man kann viele Sachen da einstellen. Man kann diese 3D-Ansicht, die ist super gemacht. Toll, das ist, ich sag mal, manchmal sagt man ja, das wäre Spielerei, das ist aber keine Spielerei. Es hilft einem definitiv. Und ich sag mal, im Großen und Ganzen,
Mir gefällt sie. Also ich finde sie super. Top. Das ist eine Top-Maschine.